Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir haben im letzten Part fleißig sortiert und machen da jetzt einfach mal weiter. Da liegt noch was hinter, da komme ich gar nicht ran. Warum liegt denn da noch so viel Granit? Warum komme ich da nicht hin? Das ist das, was aus den anderen Truhen rausgeploppt ist, ne? Als ich das hier weggemacht hatte. Ah, wir wollen hier nichts verkommen lassen. Wir haben ja sowieso so wenig Zeug. Granit, Granit. Dann ist da noch Kobbel und Cleanstone. Okay. Kobbel. Da haben wir jetzt gar keine Dings mehr für. Aber noch Cleanstone würde ich dann in dem Fall hier hinpacken. Haben wir doch nur zwei große. Dann haben wir hier noch einmal Platz für Steinziegel. Moment, Moment, wir haben ja Schilder. So ist das ja nicht. Also, normaler Stein. Dann könnte man hier auf jeden Fall... Ah, das ist echt doof. Ich komme an die Sachen nicht dran. Kommt jetzt hierher. Blöden Kisten. Okay, alles klar. Das hätte ich lassen können, aber ist egal. So, okay. So, okay, alles klar. Stein. Dann haben wir hier Steinziegel, Ziegelstein und beide Sandsteinsorten. Und Neta würde ich drüben sammeln, im Lager. Würde ich gar nicht hier reinmachen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ziegel und Sandstein. Ja, das finde ich gut. Cleanstone hier rein. Mit zwei Truhen. Und Kobbel mit zwei Truhen. Sollte auf jeden Fall reichen. Hier wollten wir jetzt ja eigentlich Holzzeugs reinmachen. Sechs verschiedene Sorten. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Das sind 8. 16 Kisten sind das, ne? Wenn ich die alle einzeln stelle. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da fällt mir schon noch was ein. Wird das am besten hier handhaben. Die Türen. Und da ja noch. Ah, hier habe ich noch Schilder, das ist gut. Schilder sind gut, da kann man nämlich immer schön mit planen. So, Kobbel erstmal. Ne, das ist aber, das sind die Moosten. Kobbel, so, Kobbel haben wir aufgeräumt. Ach, das wird schon wieder dunkel. So, hier kommen Steinziegel rein. Okay, hier kommt Ziegelstein rein. Hier kommt Sandstein rein. Hier würde roter Sandstein reinkommen. Roter Sandstein. Da lassen wir zur Not das Schild erstmal stehen, bis wir überhaupt auf roten Sandstein mal treffen. Denn den kriegen wir ja auch nur in dem Lehmbiom, so viel ich weiß. Ich kann nur nachts schlafen. Ist doch Nacht. Habe ich da was verpasst? Ah, jetzt. Okay. Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Ah, ich habe den Dings vergessen gehabt, ne? Den Quarz mitzubringen. Okay, müssen wir gleich nochmal holen. Nützt nix. Gut, das habe ich. Dann habe ich jetzt hier aber noch echt viel Platz. Und da einzelne. Ich überlege gerade, wir brauchen ja auch noch was für Stufen, ne? Obwohl ich Stufen eigentlich dann einfach mit in die reinpacken würde und gar nicht extra machen würde. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Denke ich mal. Mal gucken. Also jetzt mit dem Holz weitermachen. Da weiß ich jetzt im Moment so gar keine Sortierung.
Ich würde vorschlagen, dass wir. Oh, hier ist auch noch Weizen. Dass wir erstmal nochmal zu den Kühen gehen. Denn ohne Rahmen ist letztendlich sowieso kein Sortieren drinne. Dann holen wir nochmal Zeugs, gucken, was wir noch so im Lager haben. Und nehmen auf jeden Fall Granit mit, dass wir mit den Kassen weitermachen können. Dass wir da so ein bisschen vorankommen. Ich glaube dann, dass wir eher das Gebäude dann erstmal fertig machen. Wie das Sortieren. Und du noch. So. Und ihr dürft mal wachsen, ihr Zwerge. So. Okay. Das lassen wir auch hier. Und dann gucken wir nochmal, dass wir Granit holen. Nein, Quarz, nicht Granit. Und dann die Kassen machen. Gucken, ob wir da auch ein paar Bilder haben. Mal schauen. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Die mache ich jetzt gleich weiß. Das rote Wolle, ja, das ist egal, welche wir nehmen. Nam nam. Da ist noch. Ja, komm, das nehmen wir mal alles schon mal mit hier. Um das dann wegzusortieren. Ich glaube, Bilderrahmen habe ich jetzt hier so nichts mehr. Da habe ich Stöcker. Da hatte ich doch auch noch Stöcker irgendwo, ne? Ah, eine kleine Dekoabteilung können wir ja auch noch machen. Also wir haben schon. Ich glaube, wir kriegen den Baumarkt schon voll. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Es kommt eben nur darauf an, wie sortieren wir das Ganze, ne? Ja, die Stufen, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die mit reinnehmen oder auch nicht. Wir nehmen sie mal mit erstmal. Gold haben wir hier auch noch. Gold würde ich aber eigentlich nicht im Baumarkt tun wollen. So. Ja, so langsam wird das hier leer. Was wollte ich denn ursprünglich mitnehmen? Granit. Nein, Quarz. Mensch. Kommen wir aber mal durcheinander. Quarz. Quarz. Hatten wir doch gefarmt. Quarz hatten wir gefarmt. Ein bisschen was. Da. Es ist nicht viel, ne? Das ist absolut nicht viel. Huch. Und da haben wir noch ein bisschen was. Uiuiui. Also da werden wir nochmal los müssen. Weil das wird jetzt letztendlich erstmal reichen. Aber auch nicht auf Dauer. So. Das reicht uns nicht, da kommen wir nicht so weit mit. Dann brauchen wir noch Eisen. Da. Ah. Jetzt muss ich was auspacken. Muss ich irgendwas hier lassen? Wir könnten mal den Lehm schon mal weiß machen. Dann habe ich die Farbe aus der Tasche. Und habe nur noch den Lehm dabei. Den kriegen wir gar nicht mal ganz weiß. Packe ich den erstmal hier rein, weil wir müssen dann Knochen von unten holen. Eisen war hier auch. Dann mache ich mir mal einen Eisenblock. Zwei. Reichen zwei? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Wir haben, glaube ich, nur zwei Kassen. Dann reichen auch zwei Eisen. Bilder können wir drüben machen. Habe ich dabei, was wir brauchen. Gut, dann flitzen wir erstmal wieder. Und gucken dann nochmal. Mensch, das ist echt schwierig, das jetzt alles zusammenzukriegen. Ja, aber machen wir jetzt erstmal den Kassenbereich. Und vorne den Eingang müssten wir ja auch nochmal andersfarbig irgendwie machen. Aber da überlege ich mir noch was. Da habe ich jetzt in diesem Moment noch überhaupt gar keine Idee. So, Steinziegel sollten hier rein. Haben wir. Wir haben da ja auch immer zwei Truhen. Ich meine, Steinziegel. Ich bitte euch, wie viel braucht man davon? Ja? Dann können wir doch hier auch, was weiß ich, Stufen und Treppen oder sowas mit reinnehmen, oder? Irgendwie sowas. Wir werden da schon was finden. Ich pack das erstmal nirgendwo mit rein. Ich behalte das erstmal in der Hand. Aber den Cleanstone kann ich auspacken. Ne.
Da kann man auf jeden Fall zwei Truhen von stehen haben. Das ist in Ordnung. Das braucht man. So, Diorit. Granit. Okay, ach, da habe ich nochmal Steinsäge. Ja, die packen wir doch auch gleich aus. So, okay, gut. Dann ab zu den Kassen. Und gucken wir mal, wie wir die jetzt da am besten hinbekommen. Da habe ich das. Dann nehmen wir uns die Erde als Hilfsmittel erstmal. Das müssen wir auch noch in Andesit umtauschen. Aber Andesit habe ich jetzt gar nicht dabei. Sollten wir uns nochmal holen. Das war jetzt auch falsch rum, was ich da gemacht habe. Muss ich nochmal andersrum machen. Andesit da. 17 Stück. Okay. Ich brauche ja die Hilfsblöcke gar nicht außen, sondern innen. So, die Erde noch. Und dann... Zack. Und dann können wir das hier nämlich auch wegmachen. Und hier dann auch. Und da kommt dann Andesit rein. Und so. Und dann können wir hier nämlich das umranden. So, dann haben wir hier einen schönen Kassenbereich. Ich überlege gerade, ob das nicht ein bisschen eng wird. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich einen weitergehen. So, dann brauchen wir einen Quarzblock auf jeden Fall. Dann eben hier die Dinge hinmachen. Ich überlege jetzt gerade, das ist doch eigentlich doof, müssten das so machen. Und dann bräuchten wir doch zwei Eisenblöcke pro Kasse. Okay, gut, die holen wir dann einfach, das macht ja nichts. Machen nämlich hier so ein paar Klötze als Monitore hin. Und dann brauchen wir noch Eisendruckplatten. Okay. Dann würde ich hier nämlich nochmal Quarz hin machen. Und dann können wir hier eine Falltür als, ja, als Türen machen. Und da die im Baumarkt ja eigentlich selten ein Laufband haben, passt das ganz gut, denke ich. Eigentlich hätte man da komplett zumachen können hier. Und hier die Seiten aufmachen, denn die kommen hier ja immer raus irgendwie und scannen dann alles. Das wäre noch realistischer, ne? Dann machen wir das doch so. Machen wir den Eingang doch hier hin. Und dann brauchen wir hier nämlich auch keine Blöcke hinsetzen, sondern machen das eben so weiter. Jetzt brauche ich mal eben eine Werkbank. Und nochmal eben... Der Quarz reicht uns vorne und hinten nicht. Da werden wir nicht glücklich mit, da kommen wir nicht weit. Also das heißt, wir müssen relativ zügig, also relativ zeitnah, in den Nether. Das nützt nichts. Denn wir kriegen nicht mal die zweite Kassenzeile damit fertig. Das ist ganz schön doof. Und es wird schon wieder dunkel. So, hier kommt wieder Andesit rein. Andere Seite machen wir auch noch. Wow, jetzt habe ich da wieder ein Loch im Boden gehauen. So. Und da machen wir auch noch schnell zu und dann gehen wir schlafen. Dann dürfte es auch Zeit sein. So. Okay, gut. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ob ich da nochmal das Lager durchforste. Ob wir da noch Granit haben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir keinen Granit haben. Ach, ja.
Ja, Granit. Nein, Quarz meine ich natürlich. Verdammt, das gibt's doch nicht. Also ab sofort ist Granit Quarz. Das ist ja ohne Worte. So, also einen habe ich noch und dann, ne. Und dann war's das. Also da mehr ist nicht. Verdammt. Und Andesit haben wir auch nicht genug. Da machen wir uns aber gleich noch. Und tauschen wir jetzt hier noch den Boden fertig aus. Und dann gucken wir nochmal im Lager, was wir noch an Zeugs haben. Ob wir da eventuell noch Quarz haben. Und wenn nicht, sollten wir relativ zügig los nochmal ins Nether und das besorgen, damit wir hier die Kasse fertig kriegen. Ja, und die Regale können wir ja auch noch fertig machen hier. Also genug zu tun ist auf jeden Fall. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Baumarkt dann hier komplett fertig ist. So. Okay. Ich habe mir jetzt ein paar Tage immer mal wieder Gedanken gemacht um die Sortierung. Und ja, ich habe dann eben festgestellt, dass wir ja Glas vergessen hatten. Also wie in den letzten Parts überhaupt nicht erwähnt hatten. Und ja, dass es eben so viele Steinsorten gibt, das habe ich jetzt erst festgestellt. Das ist also... Ja, man hat das so gar nicht auf dem Zettel. Wie viel Zeug das dann tatsächlich ist irgendwie. So, jetzt machen wir daraus noch Andesit und dann füllen wir da hinten noch den Boden auf. Dann haben wir eigentlich den Boden auch weitestgehend geschafft. Und bis auf den Mitarbeiterbereich und die Kundenklos. Aber da wollten wir ja Kohle nehmen für die Kundenklos. Und für den Mitarbeiterbereich weiß ich noch gar nicht, was wir da nehmen sollen. Dadurch, dass wir irgendwie alle Stein haben, wäre Stein ganz nett, das weiterzunehmen. Vielleicht können wir da irgendwie polierten Diorit nehmen oder Granit oder sowas. Ja, polierten Granit fände ich ganz gut. Dann haben wir den nämlich auch mal los. Das ist dieses fliesenähnliche Zeug. Das finde ich ganz, ganz gut. Für einen Mitarbeiterbereich macht sich das ganz gut. Da gibt es ja immer eigentlich so hässliche Böden. Da hat man ja nie schöne Böden. So, okay, dann machen wir hier noch ein bisschen Mauer. Ich mache das erstmal 3 hoch. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch das am Ende dann letztendlich wird. Und nein, da haben wir noch ein bisschen was. Dann haben wir das nämlich aus dem Inventar schon mal weg. Und schleppen das nicht mehr mit uns rum. Und können uns dann gleich wieder um andere Dinge kümmern. So, beziehungsweise wir können uns auch im nächsten Part um andere Dinge kümmern. Mensch, der Part ist ja schon wieder zu Ende. Ich habe momentan so das Gefühl, wir kommen hier nicht voran. Die Zeit ist so absolut gegen uns. Das ist irgendwie doof. Na gut, okay. Dann würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle den Part beenden und wir machen dann einfach im nächsten weiter und gucken, ob wir dann noch ins Nether müssen wegen dem Quarz. Naja, wir werden sehen. Also, bis dann. Ciao, ciao.